Hallo zusammen, da sind wir wieder heute im Kraftakt, eben dem Platz, wo ich die nächsten 6 bis 9 Monate mein Muskelexperiment durchführen werde. Und heute möchte ich euch jemand ganz Besonderes vorstellen, und zwar die Miriam, die mit mir ein neuromuskuläres Screening macht. Was das ist und wie mir das bei meinem Experiment helfen wird, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. So, und da ist sie auch schon, die liebe Miriam. Miriam, wir machen heute ein neuromuskuläres Screening und ich wäre super froh, wenn du uns kurz vorstellen könntest, was das ist und wie das Ganze natürlich in dem Experiment dazu führt, dass wir noch besser performen. Ja, hallo, ich bin die Miriam Gruliamond von Perform Plus. Ich bin Personal Trainerin und mache neuromuskuläre Screenings und helfe dabei, den Leuten die Blockaden zu erkennen und diese dann auch zu lösen. Ich begleite Rolf in seiner Studie und werde ihn immer wieder screenen, um dabei zu helfen, dass sein Experiment im vollen Umfang ausgeschöpft wird. Das Neuromuskulär Screening, kurz gesagt NMS, ist eine Kombination aus der fernöstlichen wie auch der westlichen Medizin. Hierbei geht es darum, dass das Gehirn die Muskulatur richtig ansteuern kann, um dann im Training den optimalen Trainingseffekt haben zu können. Für Rolf ist es natürlich besonders interessant, jetzt in dem Moment, da er diese Studie macht, um dann das Training richtig verfolgen zu können, um allfällige Disbalancen auszumerzen. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Bevor ich mit dem Test starte, mache ich immer ein Switching, nennt man das. Da gehe ich auf die gewissen Meridianpunkte, um diese zu neutralisieren, damit dann die Tests auch wirklich aussagekräftig sind. Danach schaue ich mir die großen Muskulaturen an und mache zuerst einen muskulären Test aus der Kinesiologie. Ein bisschen nach oben kommen und dann hier oben halten. Gut, wieder nach unten. Dasselbe auf der anderen Seite. Halten. Ich gebe dann immer ein bisschen Druck auf den Oberschenkel. Und wenn das Bein oben bleibt, dann heißt es, der Muskel ist stark und ich kann mit dem weiter testen. Für die kleinen Tests mache ich dann den Test mit dem kleinen Finger und dem Daumen. Zusammenhalten. Und jetzt halten. Sehr gut. Sobald diese Verbindung hält, ist der Muskeltest stark. Hier auch. Halten. Sehr gut. Du bist testfähig. So, jetzt habe ich den Rolf komplett durchgetestet. Und was wir jetzt noch machen, ist das Becken anzuschauen. Durch das Wippen der Beine sehe ich dann immer auch noch, ob ein Beckenschiefstand vorherrscht. Und das ist jetzt hier beim Rolf tatsächlich auch der Fall. Jetzt habe ich Rolf von Kopf bis Fuß durchgescreent und konnte diverse Blockaden feststellen. Was ist das genau, so eine Blockade, und weshalb entsteht diese? Das ist wie ein Knick in der Kommunikation vom Kopf bis zum Muskel, der einfach nicht mehr richtig funktioniert. Und das wollen wir jetzt wieder aktivieren. Das heißt, wir wollen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren, damit diese Effekte dann auch über längere Zeit anhalten. Ich habe jetzt bei Rolf diverse Blockaden, die ich vorher erkannt habe, jetzt gelöst. Und ja, wie fühlst du dich jetzt? Für mich war das jetzt total cool, mal wieder was Neues kennenzulernen. Danke schon mal dafür. Was mich beeindruckt hat, war, dass wirklich ein Ganzkörper-Scan war und ein Ganzkörperansatz. Also bist ja wirklich von Füßen bis zum Kopf alles durchgegangen. Es war an den meisten Stellen super sanft. Das fand ich auch mal angenehm im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich so teste. Und dennoch habe ich nachher gemerkt, wie stark die Kontrolle ist und dieser Zugewinn an Muskelansteuerung, als wir diese Tests nochmal durchgeführt haben. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie ich das aufrechterhalten kann. Also muss ich jetzt aktiv was tun oder müssen wir den nächsten Termin machen, damit ich eben nicht wieder zurück in diese Disbalancen komme? Also was du jetzt machen kannst, ist, nach diesem Screening soll ja der Körper jetzt selber arbeiten.
Das heißt, beim nächsten Training zum Beispiel schaust du darauf, dass du wirklich ganz bei dir bist, dass du die Übung richtig bewusst ausführst im kompletten Range of Motion. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis mit der Biokinematik zum Beispiel, dass man den Muskel immer in der vollen Länge ansteuern will und ganz bewusst. Neue Disbalancen kann man nicht ausschließen. Man kann auch nicht ausschließen, dass jetzt diese Blockaden, die wir jetzt gelöst haben, nie wieder kommen werden. Deswegen ist es immer sehr individuell, wie häufig, dass man dann einander auch sieht. Dann würde ich immer sagen, man schaut mal die Reaktion auf diese Behandlung an und zieht sich dann vielleicht in 2 bis 3 Wochen nochmal. Und wenn die Tests alle super gut sind und du dich gut fühlst, dann wird sich diese Zeitsparte immer mehr nach vorne schieben. Wahnsinn, wieder was Neues kennengelernt heute. Und für mich war jetzt richtig geil, die Miriam hat am Ende mit mir nochmal was gemacht. Das hieß der Body Code und die Motion Code, wo ich meine 2-monatige Verspannung hier in meinem Brachialismuskel einfach mit einem super hohen Tonus drin habe. Und jetzt kenne ich den Grund dafür. Das heißt, ich habe schon wieder was Neues kennengelernt und kenne schon den Teaser für das nächste Video. Aber zurück zu dem, was wir heute gemacht haben. Dieses neuromuskuläre Screening war für mich total neu. Da habe ich noch nie was von gehört vorher. Und während der ganzen Therapie und auch während dem Check gab es mehrere Punkte, wo ich gar nicht so richtig wusste, okay, was soll mir jetzt was bringen? Weil ich, anders als bei den Sachen, die wir bisher getestet haben, gar nicht so direkt im Körper was gefühlt habe, dass wir jetzt hart wo eingreifen. Aber als wir dann Widerstände angeschaut haben, das heißt, ich einfach irgendwo gegenhalten muss, habe ich ganz krass gemerkt, wie ich am Anfang halt mit Wippe und nachdem man dann ein bisschen gelöst hat, auf einmal ultra stark bin und in meinem Körper gar nichts mehr passiert. Und jetzt bin ich natürlich super aufgeregt zu sehen, wie sich das nachher im Training auswirken wird, weil jetzt, wo ich mit den Gewichten arbeite und diese eben ganz bewusst ansteuere und daher auch in die Spannung gehe, ist es für mich super wichtig, dort auch die kompletten Muskelgruppen richtig anzusteuern, damit ich eben nicht in Disbalancen komme. Und wir haben ja auch bei der Spiraldynamik vorher die Haltungskorrektur gemacht und ich glaube, das jetzt gleichzeitig mit diesem neuromuskulären Screening immer wieder in die Studie einzubauen, war genau die richtige Entscheidung und ich bin super froh, dass die Miriam mich jetzt unterstützt. Jetzt geht's endlich zum Pumpen an die Geräte und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie das Ganze bei mir gewirkt hat und auch, was ich jetzt tun muss, um eben in dieser Balance zu bleiben. Das heißt, wir schauen genau, wie oft ich jetzt noch mit der Miriam zusammenarbeiten darf, wo sie mir überall helfen kann und da gebe ich euch immer wieder die neuesten Updates, auch während der nächsten Videos. Ich hoffe, euch damit einen coolen Input in eine ganz neue Methode geliefert zu haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, macht mal einen Termin mit der Miriam, kann ich absolut empfehlen. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis bald, euer Rolf. Wir haben jetzt noch einen kleinen Bonus für euch. Wir sind ja heute hier mit dem Erich und den Ron, die Wissenschaftler, die die Messungen für mein Experiment machen. Und wir haben heute von mir die Maximalkraft mit diesem Gerät gemessen. Und weil die Miriam zufällig da war, haben wir jetzt mal geschaut, wie sich meine Maximalkraft vor und nach diesem neuromuskulären Screening eben darstellt. Und nach dieser kurzen Therapie, was vielleicht 30 Sekunden waren, hatte ich über 10% mehr Kraftzuwachs. Klar ist das wissenschaftlich jetzt auf keiner Weise haltbar oder valide, aber das sieht einfach in so einem kleinen Experiment, sieht man jetzt, was für eine Chance da drin steckt. Und das macht natürlich neugierig auf mehr.